Ja, schön, dass du da bist. In diesem Video möchte ich dir kurz erzählen, worum es im Januar-Workshop in Berlin 2017 geht und dir damit vor allem die Möglichkeit geben, dich mit deinem Herzen zu verbinden und rauszufinden, ob es für dich ansteht oder nicht. Und als zweites, dass wenn du es im Herzen schon entschieden hast und weißt, du bist dabei, dass auch dein Verstand und dein Bewusstsein verstehen können und das legitimieren können, warum du in deinem Wesen schon längst die Entscheidung getroffen hast. Genau, also das ist eigentlich der wichtigste Punkt zum Workshop, dass bitte komm nur, wenn du ein Ja im Herzen hast. Und wenn du ein Ja im Herzen hast, bitte sei dabei oder bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Weil alles andere macht keinen Sinn, weil wir ganz viel mit dem Herzen arbeiten. Und wenn das sagt, nee, ich soll gar nicht hier sein, dann funktioniert der ganze Workshop nicht. Also dann, das ist einfach dann nicht das Richtige für dich. Deswegen vertraue einfach deinem Wissen, deiner Weisheit, deinem Herzen, deinem Gefühl. Das weiß schon, warum du das Ja hast oder nicht. Und ja, also zum Workshop selbst. Er geht entweder 1, 2 oder 3 Tage, ganz so, wie du magst und wie es für dich auch richtig ist. Das heißt, wir haben den Samstag, Sonntag und Montag, weil es die mehrfache Bitte gab von Menschen, die am Wochenende nicht können, wegen Schichtarbeit etc., ob wir nicht einen Wochentag machen können. Und deswegen gibt es jetzt auch einen Wochentag. Der nächste Punkt ist, du kannst den Workshop vorstellen als einen Rahmen, also einen sicheren Raum, wortwörtlich auch, weil wir einen sicheren und schönen Raum haben, innerhalb dem Dinge passieren können oder innerhalb dessen du dich selbst erfahren kannst. Und dieser Rahmen ist sehr, sehr klar. Das heißt, ja, entweder 1, 2 oder 3 Tage, und wir werden sowohl wahrscheinlich Einzelübungen machen als auch in Partnerübungen oder in der Gruppe vielleicht sogar was. Wobei es eher gerade immer mehr Richtung das Einzelarbeiten hingeht. Das heißt, dass du einfach wirklich einen Tag hast oder 2 oder 3, wo du komplett dich auf dich einlassen kannst. Also ich plane es auch mit Social Silence zu machen. Das heißt, dass es über den Tag keine Gespräche gibt zwischen den Teilnehmern und du einfach wirklich dieses ganze Alltags-Blabla, sage ich mal, den ganzen Smalltalk, das Kennenlernen und das Ach und wo kommst du her und wie geht's dir und was machst du, das kannst du einfach mal ja, sein lassen und weglassen und dich wirklich komplett auf dich selbst einlassen. Und ich kenne es von den Retreats, wo ich jetzt auch in Spanien war, 2 Stück, dass es so eine riesige Befreiung ist, diese ganzen Rollen einfach komplett ablegen zu können und nicht interagieren zu müssen und dieses ja wie so eine Maske aufsetzen oder irgendwas aufsetzen, mit dem ich überhaupt in Kontakt gehen kann mit jemandem, sondern einfach, dass es klar ist, du brauchst nicht auf die anderen eingehen, du kannst einfach bei dir sein. Also bei praktischen Dingen ist es natürlich erlaubt zu reden, wie kannst du mir mal die Butter geben oder hey, da drüben steht meine Wasserflasche oder was auch immer. Aber es geht darum, dieses ganze Beziehungsding und das ganze gesellschaftliche Zeugs mal außen vor zu lassen. Also das ist der erste Punkt. Der nächste ist Zeitrahmen, muss ich mal schauen. Ich glaube grob von 10 bis 18 Uhr, vielleicht auch 10 bis 20 Uhr, finde ich persönlich schöner, dass es einfach mehr Zeit ist und ja, mehr Raum. Genau, und dann wird es abwechselnd sein, eben Übungen, entweder mit dir oder zu zweit oder vielleicht auch in der Gruppe. Und dann wieder ein Austausch in der Gruppe und ein Einsammeln. Also es geht vor allem für mich dann darum zu schauen, wo steht jeder Einzelne, wo steht auch die Gruppe insgesamt. Weil je weiter wir dann voranschreiten, desto mehr, ja, desto kollektiver wird quasi, werden die Themen, durch die wir Einzelnen gehen in der Gruppe. Ja, und so ein Schauen, was steht jetzt als nächstes an, also was braucht es gerade an Unterstützung. Und da ist es auch so, also ich habe einfach durch meine jahrelange Erfahrung, habe ich einen relativ großen Schatz an verschiedensten Coaching-Techniken, Selbst-Coaching-Techniken, geführten Meditationen, energetischen Techniken, Meditationen etc. Ja, dass ich da jetzt nicht plane, wir machen jetzt morgens das und nachmittags das und das ist die erste Übung und die hat eine Stunde Zeit, sondern es ist so, ich bin einfach da mit meinem ganzen Erfahrungsschatz, mit allem, was ich jetzt über etliche Jahre und tausende Coaching-Stunden und schätze ich mal, gelernt habe und schaue dann einfach situativ, was braucht es gerade. Und da bist du genauso herzlich eingeladen, einfach zu teilen von dir aus, vom Herzen her, was du gerade brauchst. Und das fließt einfach ein. Also es ist gar nicht so,
dass ich jetzt unbedingt den Workshop leite, sondern eher, dass ich die Organisation mache und einen Raum bereitstelle, in dem du und in dem die anderen Teilnehmer und auch ich, in dem wir uns näher kennenlernen können. Also im Sinne von, dass du mehr erfahren kannst, wer du bist und das eben ja überwiegend im Kontakt mit dir und eben durch dieses alles des Alltags mal einfach draußen lassen und wirklich einfach nur Zeit und Raum für dich. Und was ich sagen kann, was bei den letzten Workshops passiert ist, von dem, was die Teilnehmer sagen, nicht ich, ist, dass sich etliche Traumata gelöst haben, ganz tiefe Ängste geklärt, dass sie durch tiefe Gefühle sich gefühlt haben oder darauf eingelassen haben und die bewusst haben ja, emporkommen lassen, sodass sie sich klären können. Also ich stelle es mir immer wieder so vor, dass es ist wie so ein Gefäß oder dass der Körper ein Gefäß ist, in dem Gefühle sind und dass wir sehr, sehr oft, mir inklusive, bestimmte Gefühle unterdrücken, wo wir in der Kindheit gelernt haben, dass die nicht okay sind oder dass unsere Umwelt uns das gesagt hat, obwohl alle Gefühle okay sind. Und dass wir seitdem oder auch in anderen Situationen angefangen haben, bestimmte Gefühle zu unterdrücken und unser Leben darum herum aufzubauen, diese Gefühle nicht spüren zu müssen, weil die ja gefährlich sind oder weil man das ja nicht darf oder das nicht macht oder bla bla bla. Ganz viel Geschichte, ganz viele Gründe. Und ja, das ist ziemlich unangenehm. Also ich war jetzt wieder in Spanien auf einem Meditationsretreat, der 5 Tage lang war. Und da ist einfach so viel hochgekommen. Also gerade ist bei mir auch relativ präsent das Gefühl von, ich fühle mich nicht sicher, was man so dem ersten Chakra zuordnen kann nach dem Modell der Yogis oder ja, einfach am Fuße der Wirbelsäule zeigt sich das körperlich, dass ich mich da angespannt fühle. Und mir war das gar nicht so bewusst, aber es war letztendlich auch der Grund, mein Business aufbauen zu wollen, kam aus dem Gefühl, dass ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle nicht, dass für mich für alles gesorgt ist, sondern ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Und es ist so eine unendliche Befreiung, das gerade einfach zuzulassen, dieses Gefühl von, ich fühle mich nicht sicher und mich selbst darin zu halten. Also es ist wirklich so, dass ich den kleinen Thomas, der vielleicht, ich weiß nicht, 2 Jahre alt ist oder vielleicht auch nur 1 Jahr oder vielleicht schon vor der Geburt oder was auch immer, dem einfach Liebe zu schenken, diesem Teil in mir, den ich quasi gerade noch nicht liebe, was auch schon paradox ist, und dem einfach immer mehr zu sagen, hey, es ist okay, du kannst einfach da sein. Und was dadurch passiert ist, dass einerseits viele Gefühle hochkommen bei mir und das zeigt sich über die Tage einfach immer wieder. Und ja, andererseits spüre ich immer mehr ein ganz, ganz tiefes Vertrauen ins Leben. Einfach kein aufgesetztes, also kein, ich meditiere mich jetzt dahin oder ich wende irgendeine Technik an oder ändere irgendwelche Glaubenssätze um, baue quasi das Sicherheit auf einem Fundament von Unsicherheit auf, sondern ich lasse wirklich die Unsicherheit zu und integriere die und ja, damit löst sich das ganze Ding auf. Also damit wird Unsicherheit gerade okay für mich und ändert sich zu einem immer tieferes Vertrauen ins Leben. Und das wird gerade so die Grundlage für meine innere Sicherheit, ja, statt das im Außen erzwingen zu müssen. Genau, also das ist, wie der Workshop grob aufgebaut ist, wenn man das so sagen kann. Also es ist einfach ein sicherer Rahmen für dich, in dem du dich kennenlernen kannst, in dem du mehr über dich herausfinden kannst. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Hochsensibilität, weil ich bin selber hochsensibel und ich weiß, dass letztendlich alle, die zu mir kommen oder fast alle, sind auch hochsensibel. Und da die Hochsensibilität einen Großteil unseres Seins ausmacht und, ja, und unserer Realität, weil Realität entsteht ja über Wahrnehmung und Hochsensibilität ist eine Sache der Wahrnehmung, dadurch ist das automatisch auch Thema des Workshops. Nur kannst du es dir vorstellen, dass zwar, wenn wir die Pyramide haben, ist die unterste Ebene quasi die Frage, wer bin ich? Und aus der Frage, wer bin ich, ergibt sich dann Hochsensibilität und dein ganzes Leben oder das gelebte Leben ist vielleicht noch eine Ebene drüber. Und wenn wir uns die Frage stellen nach dem, wer bin ich, setzen wir einfach auf der tiefsten Ebene an und nehmen automatisch alle Ebenen drüber mit. Und das ist natürlich viel schlauer und geht auch viel tiefer dadurch, als wenn wir uns nur mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen. Und ich hatte es auch beim letzten Workshop, also da habe ich, glaube ich, gegen 16 oder 17 Uhr, also kurz vor Ende des Workshops, habe ich überhaupt Hochsensibilität aufgegriffen und dazu was erzählt. Und es braucht es einfach nicht vorher. Also ich habe es dann nur gesagt, um
ja, um auch den Verstand, um das Bewusstsein mit reinzuholen. Aber war selbst erstaunt, dass kein Teilnehmer früher gefragt hatte. Aber dann hat es auch Sinn gemacht, weil mir bewusst geworden ist, ja, wir haben schon auf einer viel tieferen Ebene, haben wir ja die ganze Zeit damit gearbeitet. Und das ist wunderschön. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Also ich spreche auch, das ist mir auch wichtig, dir nochmal zu sagen hier im Video, ich spreche direkt dein Herzen an, ich spreche nicht deinen Verstand an. Und spreche einfach quasi zu der Gruppe an Teilnehmern, die wir in der Zukunft im Januar sein werden. Genau die spreche ich an, von der Energie her. Also es ist, als ob ich in die Zukunft gehe und uns da schon sitzen sehe und mit jedem Einzelnen, der da ist, auch wenn ich jetzt genau noch dein Gesicht nicht kenne, als ob ich mit dir spreche. Und dadurch denke ich mal, dass wenn du dich angesprochen fühlst, dann macht es total Sinn. ja, weil ich dich schon als der du dann da sitzt angesprochen habe. Und wenn du merkst, nee, das ist irgendwie nichts für mich gerade, dann bist du wahrscheinlich nicht dabei beim Workshop. Und das, ja, das macht die Arbeit auch leichter. Wie gesagt, also der Workshop ist nicht, dass ich irgendwas tue, sondern es ist für mich wirklich, ich stelle einen Raum bereit, ich stelle einen sicheren Rahmen bereit, ich stelle die Unterstützung bereit an Ressourcen, an Techniken, an einfach Sachen, die, ja, Werkzeugen, die ich unterstützen können. Aber letztendlich machst du die Arbeit selbst. Das heißt, es kann sein, dass sich dein gesamtes Leben komplett verändert während dieses einen Tages oder während der drei Tage. Es kann auch sein, dass überhaupt nichts passiert und du nur Widerstand empfindest, was dann sich vielleicht später auch auflöst und dir ganz viel bringt. Aber also was ich sagen möchte, ist, dass es liegt an dir und wie stark du dich darauf einlässt, was der Workshop dir bringen kann oder was letztendlich für dich dabei rauskommt. Und es liegt natürlich auch an dem Rahmen, den ich bereitstelle, aber ja, eben durch dieses Video kannst du jetzt, glaube ich, kriegst du vielleicht ein Gefühl davon, was der Rahmen ist und was innerhalb dieses Rahmens möglich ist. Weil ja, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe genauso meine Schattenseiten und die Sachen, die mir noch nicht bewusst geworden sind und die da ist es dann natürlich schwer, die im Workshop zu haben. Aber auf der anderen Seite habe ich schon einiges durchlebt und all das, also von tiefster Traurigkeit oder Wut, Liebe, Ekstase, Lebensfreude und alles, was dazwischen liegt, ist einfach sehr, sehr viel da, wo ich dich einlade, einfach komplett du zu sein, komplett da zu sein und ja, und dich zu erfahren. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich fast alles gesagt. Ach so, es gibt noch ein Geschenk wieder, haha, weil ich habe mal einen Coaching gegeben, also ich habe eine Weiterbildung eigentlich gegeben für einen professionellen Coach und habe alle energetischen Techniken, die ich kenne, die ich nach wie vor genial finde, habe ich in einem Coaching mit einem Coachee, der vor der Kamera saß, live aufgezeichnet und erklärt. Das heißt, wie gesagt, es war eine professionelle Fortbildung, hat glaube ich 500 Euro gekostet und das Video davon kriegst du komplett, ja, kriegst du zum Workshop mit dazu. Weil es einfach nochmal dir dann ermöglicht, nach dem Workshop die Sachen zu vertiefen, nochmal viel tiefer einzusteigen. Und da ist es eben auch so, dass dadurch, dass der Coach vor der Kamera ist. Ups, das Mikrofon, sorry. Dadurch, dass der Coach hier vor der Kamera saß und ich live mit ihm gearbeitet habe und der Coach hinter der Kamera, arbeite ich auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, einerseits siehst du live, wie die Übungen funktionieren, wie die energetischen Techniken funktionieren. Und andererseits auf der Metaebene erkläre ich noch, warum ich das mache und wie das funktioniert. Genau, und das allein das hat schon einen ziemlichen Wert. Also das ist so der Bonus und eine kleine Überzeugungsgeschichte für deinen Verstand. Wenn dein Herz Ja gesagt hat, zum Workshop zu kommen, das allein finanziell lohnt es sich deswegen, weil allein dieses Video schon viel mehr wert ist, als der eigentliche Workshop kostet. Ja, das soweit. Und dann freue ich mich sehr. Die ganzen Details zu wann und wo und das ganze Organisatorische steht dann auf meiner Webseite oder auch vielleicht tue ich es in die YouTube-Beschreibung rein. Und ich freue mich dann sehr, wenn du dabei bist, wenn du das innere Ja hast. Und
Ja, dann sehen wir uns im Januar hoffentlich. Oder vielleicht. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Und ja, und kann dir noch den Tipp geben, wenn du das Jahr hast, dann melde dich bald an. Einerseits, weil die Teilnehmeranzahl begrenzt ist und andererseits, weil der Workshop dann quasi schon anfängt zu arbeiten. Weil wenn du einmal das Commitment hast, ist es, als ob dann so die Welle schon auf dich zurollt und du vielleicht im Alltag schon bemerkst, dass irgendwelche Sachen hochkommen, die sich zeigen, irgendwelche Gefühle, bestimmte Situationen entstehen, die dir die Möglichkeit geben zu lernen und zu wachsen. Also das ist normal von den Workshops. Und gerade ein paar Tage vorher fängt es dann an, intensiver zu werden. Aus eigener Erfahrung und von dem, was Menschen sagen. Also es ist ganz normal. Und auch wenn irgendwelche körperlichen Sachen hochkommen oder entstehen oder was manche Krankheiten nennen oder plötzlich Schnupfen hast und gar nicht weißt, ob du teilnehmen kannst. Das ist alles normal. Das ist keine richtige Krankheit in dem Sinne. Gehe ich schwer davon aus und ist das, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Sondern das ist, dass bestimmte Reinigungsprozesse, wenn man so will, in deinem Körper anfangen zu passieren. Und ich sehe es eher positiv als negativ, wenn sowas auftritt, weil dann weiß ich, okay, ja, auf anderen Ebenen hat es schon angefangen, der Workshop. Ja, soweit erstmal und alles, alles Liebe und einen ganz, ganz tollen Tag wünsche ich dir.